Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Eins, zwei, drei, vier, fünf! Tatsächlich, fünf ist die perfekte Zahl. Zumindest, wenn ich danach gehe, wie viele Zahlen ich an meiner rechten Hand abzählen kann. Manche Leute können an ihrer rechten Hand auch quasi gleich ihren kompletten IQ abzählen. Beziehungsweise für manche Leute ist natürlich dann fünf nicht unbedingt die perfekte Zahl. Leute, die gerne mit schweren Maschinen arbeiten und vielleicht den ein oder anderen Finger mal in einer solchen verloren haben, für die ist dann halt vielleicht vier oder drei die beste Zahl. Aber glücklicherweise habe ich hier als Filmkritiker auf YouTube einen Job, bei dem die Gefahr, Finger zu verlieren, dann doch relativ gering ist. Zumindest habe ich noch niemals davon gehört, dass sich jemand beim Einlegen einer DVD in den Blu-ray-Spieler einen Finger abgehackt hat, beziehungsweise einen selbigen bei der Wahl eines Senders auf der Fernbedienung gebrochen hat. Aber 5 ist tatsächlich auch aus vielerlei anderer Hinsicht eine perfekte Zahl. 5 ist beispielsweise die Zahl der Akte in vielen Theaterstücken, beziehungsweise Filme, die uns dann eben in wahnsinnig vielen Bereichen unseres medialen Erfahrungskosmos mehr oder weniger die Dramaturgie und die Szenerie vorgeben. Aber 5 ist die perfekte Zahl, ist auch der Titel von einem wahnsinnig interessanten Comic, mit dem wir uns heute beschäftigen. Geschrieben wurde der Comic von einem gewissen Herrn Igor Tuveri, oder auch kurz Igort, der eigentlich bereits seit Anfang der 80er Jahre relativ große Erfolge hat. Sein erstes, bekanntestes Werk hieß Auf Wiedersehen Baobab, das er im Jahr 1984 herausgegeben hat, und im Jahr in den 90er Jahren war er dann noch für einige Jahre in Japan, wo er mit dem Kodansha Verlag mit einem der größten japanischen Comicverlage der damaligen Zeit zusammengearbeitet hat. Und das ist auch interessanterweise der Moment, wo unsere heutige Geschichte von 5 ist eine perfekte Zahl beginnt. Denn während er eben in den 90er Jahren in Tokio gelebt hat, genauer gesagt im Jahr 1994 kam ihm die erste Idee für diese Graphic Novel, die er anfangs ehrlich gesagt eigentlich fast nur als Abwechslung für sich selber und, wie er es beschrieben hat in einem Interview, als quasi mentaler Urlaub gemacht hat, gar nicht mit dem Interesse, das jemals zu veröffentlichen, vor allem weil er wusste, dass die Geschichte mit seinem einzigartigen visuellen Stil in Japan sowieso unveröffentlichbar war. Aber er kannte natürlich auch einige andere Comic-Herausgeber und hat sich dann mit einem Bekannten, der den sogenannten Phoenix Verlag betrieben hat, Ende der 90er Jahre zusammengesprochen und dann eben auch geklärt, dass 5 ist die perfekte Zahl in 5 Kapiteln zu jeweils 30 Seiten mehr oder weniger als Comicheft erscheinen soll. Die erste Nummer wurde 1998 gedruckt, bis 1999 folgten dann 2 weitere Nummern, bis dann der Phoenix Verlag krachen gegangen ist. Und das war's dann mehr oder weniger mit den restlichen 2 Kapiteln. Also wurde Igor selber aktiv und hat dann im Jahr 2000 seinen eigenen Verlag, die Kokonino Press, gegründet, wo dann 2002 5 ist die perfekte Zahl tatsächlich zuerst einmal in 6 verschiedenen Ländern erschienen ist, darunter natürlich unter anderem sein Heimatland Italien, beziehungsweise auch Deutschland. Auch dort ist der Comic bereits Anfang der 2000er Jahre erschienen und hat damals bei der Frankfurter Buchmesse einige absolut begeisterte Kritiken bekommen, wie eben beispielsweise eine Stimme, die gemeint hat, es ist nicht nur der Comic des Jahres, sondern sogar der Comic des Jahrzehnts. Zu dem ich sagen möchte, Graphic Novel, Verzeihung. Aber bereits seit dem Jahr 2004 gab es einige Interessen an einer Verfilmung des Stoffs, und auch Igor hat da sehr aktiv mitgearbeitet. Bereits im Jahr 2004 hat er beispielsweise den Schauspieler Tony Servillo getroffen, der von seiner Warte aus von Anfang an prädestiniert dazu war, den Hauptcharakter zu spielen. Aber es hat das Ganze sich dann relativ verzögert mit einigen anderen interessanten Angeboten und Ideen. So kam beispielsweise ein Angebot
für eine Verfilmung der Graphic Novel aus Asien, wo kein geringerer als Johnny To eigentlich bei der Inszenierung Regie führen hätte sollen, mit Igor eben als Co-Regisseur. Aber am Ende des Tages, nach einem fast 15-jährigen Entstehungsprozesses dieser Verfilmung, saß dann Igor selber am Regiestuhl und hatte mehr oder weniger eine Ehre, die bislang noch selten irgendwelchen Comicbuchautoren zuteil wurde, nämlich seine eigene Graphic Novel selbst in einen Spielfilm zu verwandeln. Selbst Frank Miller hatte glücklicherweise Hilfe von talentierteren Filmemachern, weswegen es dann zu großartigen Geschichten wie Sin City oder 300 kam. Wenn Frank Miller keine Hilfe von großartigen Filmemachern hatte, dann kam es zu The Spirit. Und die Kamera, mit der er irgendwann einmal Holy Terror aufnehmen möchte, die fängt hoffentlich Feuer, bevor das passieren kann. Aber nachdem bereits eben in den 80er und 90er Jahren der Comicbuchfilm mehr oder weniger fast am Sterben war, nach einigen absoluten Rohrkrepierern wie Howard the Duck, den ich tatsächlich wirklich mag, bis hin zu Steel, den ich tatsächlich wirklich bis jetzt noch nicht gesehen habe, und einigen anderen, die tatsächlich fast das ganze Genre für die Allgemeinheit vernichtet wurden, ist ja der Comicbuchfilm mittlerweile absolut hoch angesehen, spült Massen an Kohle in die Kinokassen und hat schon eigene Cinematic Universes nach sich gezogen. Ich glaube zwar, dass es in den nächsten Jahren kein Igor Cinematic Universe gibt, aber das, was er mit 5 ist die perfekte Zahl, hierzulande dann übrigens unter dem Filmtitel Das Spiel des Killers veröffentlicht hat, abgeliefert hat, das ist wahnsinnig interessant. Grundsätzlich ist natürlich das Konzept einem erfahrenen Filmemacher das Filmemachen zu überlassen, ebenfalls nicht ganz so unfragwürdig, weil natürlich kann man nicht einfach ein visuelles Medium in ein audiovisuelles Medium übertragen, ohne dabei von beiden Medien das gleiche Verständnis zu haben, falls ihr wisst, was ich meine. Man kann auch quasi nicht einfach einen Roman 1:1 verfilmen, ohne das Ganze irgendwie an die Vorlieben und Notwendigkeiten des Kinos anzupassen. Aber Igor ist dabei natürlich mit wahnsinnig viel Liebe zu seinem Original Ausgangsmaterial hergegangen, vielleicht teilweise eben sogar schon ein bisschen zu viel, weil, Spoiler-Alarm, ich habe in dem Fall nicht nur den Film gesehen, sondern auch noch den Comic oder Visual Novel gelesen. Danke an den Navar Verlag bzw. an Kochfilms, die mir auch die Graphic Novel zur Verfügung gestellt haben, damit ich den Vergleich ziehen kann. Und man merkt schon, dass bei diesem sehr, sehr interessanten Stil, und wir werden dann im späteren Verlauf von dem Video noch etwas genauer in die Graphic Novel auch hineinschauen, damit man sich das vorstellen kann, wie viel eben diese Schattenthematik und diese alte Film-Noir-Flair hier eigentlich ausmacht, dass es teilweise einfach 5 Seiten hintereinander gibt, an denen kein einziges Wort gesprochen wird. Und wer sich wirklich konzentriert auf die Story, kann in Wirklichkeit die Graphic Novel mit all ihren 170 Seiten schneller lesen, als Igor sie bei den 107 Minuten des Films dann tatsächlich inszeniert. Und das ist tatsächlich die größte, aber auch irgendwie einzige Schwäche der Verfilmung an sich, dass sie teilweise etwas träge ausgefallen ist, weil man eben verschiedene Stilelemente bzw. Bildelemente aus der Graphic Novel nicht unbedingt in derartiger Genauigkeit übernehmen hätte können und müssen. Und natürlich die Tatsache, dass für die Verfilmung jetzt nicht unbedingt das Wahnsinnsbudget zur Verfügung stand, weswegen der ein oder andere Special Effect dann doch auch ein kleines bisschen billig ausschaut. Und tatsächlich, während 5 ist die perfekte Zahl als Graphic Novel etwas wahnsinnig Innovatives und wahnsinnig Eigenständiges ist, der Film Das Spiel des Killers manchmal so ein kleines bisschen als, wie soll man sagen, B-Movie-Version von Sin City und dergleichen rüberkommen kann, was die Vorlage und auch der Film eigentlich gar nicht verdient hat, denn Das Spiel des Killers macht am Ende des Tages trotzdem wesentlich mehr richtig, als er falsch macht. Vor allem Tony Servillo in der Hauptrolle ist absolut fantastisch und tatsächlich ein perfekter Cast für diesen Schauspieler. Er hat ja auch den Franco in Gomorra gespielt im Jahr 2008 und mittlerweile in über 50 anderen Filmproduktionen mitgespielt. Dann ist auch Valeria Golino eine absolut großartige Darstellerin, die sogar Anfang der 90er Jahre, holy hell, als Ramona Thompson in den beiden Hotshots-Filmen mitgespielt hat. Sicherlich die bekanntesten von ihren insgesamt über 100 Werken. Aber wir sehen eben einige bekannte Gesichter des modernen italienischen Kinos in dem Film. Aber noch spannender ist auch, wer neben
Igor hinter den Kameras tätig war, denn wir haben hier einerseits einen Kameramann namens Nicolai Bruel, der zum Beispiel auch bei der zuletzt mit der Zusammenarbeit von Roberto Benigni gemachten Pinocchio-Verfilmung die Kamera gemacht hat, beziehungsweise wurde 5 ist die perfekte Zahl von 3 verschiedenen Editors zusammengeschnitten, wobei Walter Fasano auch als Editor vom Suspiria Remake tätig war und Jan Hameuw hat das Editing bei Iron Sky The Coming Race übernommen. Ebenfalls relativ interessante Geschichten. Aber das Spiel des Killers ist genauso als Graphic Novel wie auch als Film etwas, das zu tief auch einerseits in der Comic-Geschichte, aber andererseits auch zu tief in der Filmgeschichte verankert ist. Ja, es handelt sich grundsätzlich mehr als offensichtlich um eine moderne Interpretation der klassischen Film-Noir. Es ist aber auch eine Hommage an die klassischen Spaghetti-Western von Sergio Leone und Co. Und es ist halt wirklich ein Film, der seine Stand-Offs zelebriert, der seine Charaktere zelebriert und der auch wirklich davon lebt, dass die Schauspieler ihren Job absolut fantastisch machen. Dabei ist das Spiel des Killers leider nicht ganz ohne Längen, aber wenn man sich den Film anschaut und die Graphic Novel liest, dann weiß man einfach, dass derjenige, der für den Film verantwortlich ist, wirklich mit Liebe zum Source Material hergegangen ist. Wahrscheinlich zu einem gewissen Teil auch etwas zu viel Liebe zum Source Material, aber er, Igor persönlich, hat eine absolut großartige, sehenswerte, trotz ihrer Schwächen Verfilmung von seiner Graphic Novel vorgenommen und ich freue mich deswegen, dass ich euch in der heutigen Ausgabe von Playzuckers Blu-ray Check eben nicht nur den am 28. Juli 2022 über Kochfilms erscheinende Film Das Spiel des Killers mit vorstellen zu können, sondern auch mit euch noch einen kurzen Blick auf die aktuellste Ausgabe von 5 ist die perfekte Zahl als Graphic Novel zu werfen, denn auch wenn die Originalausgabe eben bereits 2002 erschienen ist, ist das hier eine Neuauflage aus dem Jahr 2020, wo zusätzlich zu der 176-seitigen Graphic Novel auch in einem Appendix einerseits ein Interview mit und andererseits ein Nachwort von Igor höchstpersönlich zu finden ist, aus denen ich beispielsweise auch viele der Informationen entnommen habe, die ich euch in den letzten 12 Minuten erzählt habe. Und deswegen sage ich einerseits eben danke für die Doppelbemusterung, die tatsächlich dieses Video, vor allem die Recherche daran für mich ganz besonders spannend gemacht hat und freue mich drauf, mit euch in der heutigen Ausgabe von Playzuckers Blu-ray Check über Das Spiel des Killers zu sprechen. Das Spiel des Killers ist einer der Filme, den uns Kochfilms ausschließlich in einer Standard-Edition im Keepcase veröffentlicht und nicht als limitierte Sonderedition im Steelbook, Mediabook oder dergleichen. Wir bekommen hier bei der Keepcase-Version ein durchaus interessantes Cover-Artwork, das tatsächlich dem alten, original italienischen Kinoplakatmotiv entspricht. Also sort of. Wenn man sich dieses Motiv anschaut, dann wäre das nämlich eigentlich fast ein prädestiniertes Mediabook-Cover-Artwork, weil es einerseits eben diese übertriebene Comic-Ästhetik sehr schön widerspiegelt, aber eben auch, finde ich, perfekt zu den klassischen Film-Noir-Plakaten passen würde. Mit Tony Servillo zwar groß, aber trotzdem im Hintergrund, mit gänzlich rot eingefärbtem Körper, dann einem zweiten Charakter in Blau drüber und dann eben Valeria Golino in Farbe eigentlich fast im Vordergrund. Und das, was Koch jetzt an dieser Stelle mit ihrem deutschen DVD- und Blu-ray-Cover gemacht hat, ist, einzelne Assets von diesem Cover-Artwork zu nehmen, aber diese übertrieben dargestellte Stilistik vom italienischen Plakat einfach komplett wegzulassen. Wir haben zwar grundsätzlich dasselbe Motiv hier von Tony Servillo, aber eben als reales Foto. Und auch Valeria Golino ist in demselben Bild zu sehen wie auf dem italienischen Poster, aber nicht eben unterhalb, sondern hinter Tony Servillo. Und auf Carlo Bucirosso muss man in dem Fall verzichten. Dafür hat Koch aber, wie ich finde, einen sehr schön verlaufenden Hintergrund eingefügt, der eben einerseits mit einer mit der einen gehenden Person auf der linken Seite beziehungsweise den 3 stehenden und 3 liegenden Personen unterhalb auch, finde ich, sehr schön diese klassische alte Film-Noir-Ästhetik in dieses
Frontcover-Artwork einarbeitet. Ja, im Gegensatz zu dem stilistisch wirklich etwas außergewöhnlichen italienischen Filmplakat ist das mehr ein Standard-Photoshop-Cover, aber eines, wo sich der Grafiker von Koch, finde ich, ganz offensichtlich Gedanken gemacht hat und wo mir das Motiv eigentlich gar nicht mal so schlecht gefällt. Schauen wir dann einmal auf das Backcover, das ist natürlich ebenfalls standardmäßig gestaltet hier mit ein paar weiteren Ausschnitten aus dem Film mit der Inhaltsangabe, ein paar kurzen Informationen zu Igor, den Cast and Crew Details, technischen Infos, beziehungsweise dann den Informationen rund ums Bonusmaterial, und da ist in erster Linie das Interview mit Igor, beziehungsweise das Making of zu den Special Effects für mich durchaus interessant gewesen zum Anschauen und ebenfalls auch maßgeblich für ein paar der Informationen, die ich euch am Anfang von diesem Video gesagt habe, weil es für mich einfach immer wieder cool ist, auch in kürzeren Specials mal den Machern eines Films einfach über die Schulter schauen zu können. Aber schauen wir jetzt einmal dann ins Innere von diesem Release, und da finde ich absolut genial, wie man nämlich eben ein alternatives Bild von Tony Servillo hier auf der Blu-ray-Disc auf der rechten Seite untergebracht hat, denn das ist immer etwas, das teilweise wirklich 1:1 aus den Comics übernommen, aus der Graphic Novel übernommen wurde. Und andererseits eben hier finde ich mit diesem Seitenprofil absolut perfekt auf die Blu-ray passt. Ansonsten gibt es dann hier natürlich jetzt im Inneren durchscheinend durch das semitransparente blaue Keepcase noch die andere Seite vom Wendecover mit dem großen FSK-Logo, beziehungsweise ebenfalls einliegend hier in diesem Keepcase ein Werbeflyer zur Graphic Novel. Und wie ich anfangs gesagt habe, hatte ich ja eben auch das Glück, die Graphic Novel hier für euch und für dieses Video ebenfalls lesen zu dürfen. Und deswegen möchte ich da jetzt noch einmal ein bisschen mit euch auch durchblättern. Alleine, damit wir dann den Stil, wenn wir dann später über die Bildqualität der Blu-ray und damit eben die Screenshots des Films an sich sprechen, auch ein bisschen den Stil von beiden Ausgaben vergleichen können. Aber zuerst vielleicht einmal eben hier noch ein kurzer Blick auf das äußere Artwork von dieser Graphic Novel, die eben in der 2020 erschienenen Deluxe Edition hier im Hardcover vorliegt und meiner Meinung nach wirklich absolut hochwertig verarbeitet wurde. Sehr schön, wie hier eben einerseits dieser Stoffteil eingenäht wurde, andererseits die Falz absolut perfekt gemacht wurde. Und alleine hier kann man, finde ich, schon sehr schön sehen, warum Igor damals der Meinung war, dass Tony Servillo der absolut perfekte Darsteller für 5 ist die perfekte Zahl ist, weil ganz ehrlich, die beiden sind sich trotz der teilweise minimalistischen bis sehr stilistischen Zeichnung hier absolut wie aus dem Gesicht geschnitten. Wir schauen dann einfach einmal über den Spine, wo wir natürlich auch sehr schön eben den Namen des Autors bzw. den Graphic Novel Titel lesen, bis auf das Backcover, das mit einigen wenigen Bildausschnitten bzw. dann einigen Kritikerzitaten ausgestattet ist. Und ich möchte jetzt an der Stelle einmal kurz ins Innere blättern und mit euch zumindest einmal den ersten Teil von dieser Graphic Novel überblättern, aber auf jeden Fall nicht zu viel, um nicht hier versehentlich irgendwelche Spoiler anzubringen. Aber ich denke mir, es ist einmal ganz cool, dass wir uns diesen Stil anschauen, weil grundsätzlich wurde 5 ist die perfekte Zahl, nämlich mit dem sogenannten Duplex-Druck gemacht, also ein reiner zweifärbiger Stil, der eben alleine deswegen schon ein bisschen eine Art Schwarz-Weiß-Plus-Optik hat und demnach alleine schon, finde ich, sehr schön an diese klassische Film-Noir-Zeit erinnert. Und während die Dialoge, die hier übrigens teilweise auch in nahezu unveränderter Form dann im Film vorkommen, und nachdem ich den Film gesehen habe, bevor ich die Graphic Novel gelesen habe, kamen mir dann einige Dialoge sofort bekannt vor, und der Film folgt eben der Vorlage absolut genau. Und obwohl es dann eben hier auch einige Szenen gibt, wo dann zum Beispiel über längere Zeit gar keine Texte zu lesen sind, ist es einfach etwas, was bei dieser Graphic Novel, finde ich, die Atmosphäre absolut großartig macht. Also Comic- und Graphic Novel-Fans, sei auf jeden Fall hier das Original von 5 ist die perfekte Zahl, genauso wie der Film, ans Herz gelegt, weil das war für mich zum Lesen eigentlich genauso cool wie der Film. Und was ich an der Stelle nach einem ganz schnellen Durchblättern über die restlichen 176 Seiten auch noch einmal ausführlicher herzeigen möchte, das ist eben der Appendix, der exklusiv in der 2020 erschienenen Deluxe Edition von dieser Graphic Novel zu sehen ist, nämlich eben einerseits
ein Interview, das Matteo Stefanelli, nämlich ein Comic-Kritiker, damals mit Igor geführt hat und wo dann dazu nämlich noch einige interessante Entwürfe und Zeichnungen aus Igors Karriere zu sehen sind. Aber was mich persönlich dann fast noch viel mehr interessiert hat, das ist dann das persönliche Nachwort von Igor, wo er eben einerseits erzählt, wie er überhaupt auf die Idee zu 5 ist die perfekte Zahl gekommen ist, wie er das Ganze umgesetzt hat, bis hin dann eben zu weiteren Details zur Verfilmung, inklusive Konzeptzeichnungen, Storyboards, recht persönlichen, launischen Erzählungen von Behind-the-Scenes-Geschichten. Wirklich, wirklich interessant. Weitere Sachen, die er eben über den Film und seine Umsetzung zu sagen hat, die gibt es dann im Bonusmaterial von der Blu-ray. Aber optisch ist das für eine reine Keepcase-Veröffentlichung meiner Meinung nach eine durchaus ansprechende Sache. Und die Verarbeitung und Präsentation von der Graphic Novel an sich, die ist sowieso absolut großartig. Aber wenn wir gerade von optischer Präsentation sprechen, dann sollten wir jetzt natürlich endlich, nachdem wir auch die Bildausschnitte aus der Original Graphic Novel gesehen haben, einmal auf die Bildqualität bzw. die visuelle Präsentation des Films zu sprechen kommen. Wie üblich habe ich für den nächsten Teil hier im Playzockers Blu-Ray-Check einige Screenshots aus dem deutschen HD-Transfer von Kochfilms direkt mitgebracht, möchte allerdings auch wie üblich diesmal darauf hinweisen, dass ich die Bilder zwar alle selber gemacht und nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet habe, dass ich die Bilder aber trotzdem abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen musste, weswegen die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slide nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen Blu-ray-Bildqualität übereinstimmen kann. Das Spiel des Killers wurde im Jahr 2019 mit einem, sagen wir mal, verhältnismäßig geringen Budget realisiert und obwohl der Film dermaßen viele Referenzen zieht aus den klassischen Film Noir, aus den klassischen Italo-Western, wäre es natürlich irgendwie fast naheliegend, dass man den Film auch in Original 35mm gedreht hätte, aber das war halt einfach aus technischen Gründen nicht möglich. So wurde der Film mit einer digitalen Kamera im Arri Raw 3,4K Format gedreht und wurde dann später in einem 2K Digital Intermediate nachbearbeitet. Das natürlich auch als Antwort, warum es von diesem Film kein natives 4K Master gibt, weil es das nicht geben kann. Geschnitten und mit den Special Effects versehen wurde der Film eben nur in 2K und selbst gedreht wurde er nur in 3,4K. Aber für die grundsätzlich, sage ich jetzt einmal, 1K Blu-ray ist das natürlich trotzdem mehr als nur ausreichend. Und ich finde, wenn wir jetzt eben hier einen Blick auf diese Screenshots von der deutschen Blu-ray blicken, dann sehen wir genau das, was ich vorher eben schon angesprochen habe. Obwohl die Graphic Novel grundsätzlich eben in schwarz-weiß gehalten ist, haben wir hier bei Das Spiel des Killers einen klassischen Farbfilm vor uns, der sich aber trotzdem sehr schön bei seiner Farbwiedergabe etwas zurückhält und eben kein kunterbuntes, opulentes Comic-Farbfest liefert, was eben, finde ich, auch zur düsteren und sehr persönlichen Geschichte dieses Stoffs nicht gepasst hat. Was Igor aber absolut perfekt, finde ich, geschafft hat bei diesem Film, ist eben wirklich seine visuellen Ideen von den Graphic-Novel-Konzepten über die Storyboards hier in diesen Film zu übertragen. Und auch wenn der Film einige Längen hat, auch wenn man dem Film anmerkt, dass jetzt hier jemand hinter der Kamera war, der jetzt nicht unbedingt als Filmemacher großartig routiniert ist, merkt man, dass man hier einen Künstler hinter der Kamera hat. Jemand, der es ja wohl versteht, eben ein Bild einzufangen, ein Bild zu framen und das Ganze optisch opulent aussehen zu lassen. Das Spiel des Killers ist mit wenigen Momenten, denen man das geringe digitale Produktionsbudget anmerkt, wie vor allem dann gegen Ende des Films, ein visuell beeindruckender Film, der dankenswerterweise auch von Kochfilms dann eben hier in ansprechender Bildqualität auf Blu-ray veröffentlicht wurde. Wir bekommen einen 107 Minuten langen Film, dessen reiner Filmstream auf der Blu-ray mit 29,6 GB bedacht wurde, weswegen die Kompression meiner Meinung nach hier absolut hervorragend arbeiten konnte, ohne dass dabei irgendwelche digitalen Kompressionsspuren, Banding, Artefakte und Blöcke uns das Bild vermiesen, sodass wir hier, finde ich, einen visuell wirklich ansprechenden Transfer vorfinden, der nämlich eben auch die optischen bewussten Eigenheiten des Films absolut perfekt transportieren kann.
Das Spiel des Killers ist ein Film, auf den ich als Comic-Film-Fan schon lange gewartet habe. Natürlich ist der Film weit entfernt von der Brillanz und Atmosphäre eines Sin City, aber er ist zumindest das, was das Kino in den letzten Jahren hervorgebracht hat, was der Genialität dieses Films zumindest ansatzweise am nächsten kommt. Das ist ein Filmprojekt, das ich persönlich einfach nichts anderes als schätzen kann. Igor hat damals Anfang, also Mitte der 90er Jahre, finde ich, eine großartige Comic- oder Graphic-Novel-Vorlage geliefert. Die finde ich absolut wundervoll atmosphärisch ausgefallen ist, die vor allem auch im Gegensatz zu den meisten selbst italienischen Comics die Stadt Neapel und generell so diese italienische Atmosphäre sehr schön transportiert, die aber auch sehr schön eben ihre Anleihen am klassischen französischen Film Noir oder Italo-Western nimmt und das Ganze zu einer wirklich coolen persönlichen Geschichte macht, die eben wirklich von Drama, von Mafia, von Krimi geprägt ist und dabei eigentlich über die 170 Seiten der Graphic Novel wirklich gut unterhalten kann. Die Filmadaption ist deswegen bemerkenswert, weil eben der Autor Igor tatsächlich selbst hinter der Kamera tätig war, das Drehbuch geschrieben hat und auch noch Regie geführt hat. Außerdem den Großteil der Darsteller selbst ausgewählt hat und wirklich nach seiner Originalvorlage vorgegangen ist. Vielleicht teilweise eben ein bisschen zu steif nach dem, was direkt aus der Graphic Novel kommt, weswegen die Verfilmung dann die ein oder andere Länge aufweist. Aber das war irgendwie etwas, das mich persönlich vor allem nicht aus der Atmosphäre rausreißen konnte. Das einerseits tief dramatische und tragische, aber das trotzdem auch irgendwie ein bisschen überzeichnet comichafte alleine aus Gründen, die wir ja bis jetzt noch gar nicht angesprochen haben, und auch anderen Charakteren, die recht übertriebene Masken, Kostüme oder Frisuren aufzuweisen haben. Da braucht ihr auch wirklich gar nicht reden. Das Spiel des Killers ist zwar sicherlich kein absoluter Comicfilm, kein Comicfilm-Meisterwerk, aber einer, dem sich vor allem Fans von Film Noir, von ernstzunehmenden Comic-Verfilmungen wirklich ansehen können und tatsächlich seit Sin City das erste Mal, dass eine Graphic Novel oder Comic-Verfilmung wieder mal ansatzweise in diese Kerbe schlagen kann und uns dabei unterhalten kann. Die Filmfans sind auf jeden Fall bei der Verfilmung gut bedient. Die Graphic Novel Fans sollten sich auf jeden Fall auch mit der Vorlage beschäftigen. Und wer das ultimative Interesse hat, der kann ja, so wie es ich gemacht habe für dieses Video, eigentlich auch bedenkenlos beides machen.